Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück, ja, bei More Time City of the Damned. Wir können mal schauen, ob wir noch irgendetwas verkaufen können. Oh, es gibt eine blaue Pistole, die man hier kaufen könnte. Runenplatz. Das mit den Runen haben wir sowieso noch gar nicht rausgekriegt, wie das funktioniert. Nachladen, 2 Strategiepunkte, 5% kritische Trefferchance. Ich weiß gar nicht. Es wäre manchmal sinnvoll zu sehen, wer diese Waffen benutzen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, wir haben noch einen Speer. Ich bin ernsthaft am überlegen, ob wir diesen Speer nicht irgendwie jemand geben sollten. Angriff ignorieren, 15% Ausweichenchance. Flink, Angriff ignorieren, 12% Parierchance, unhandlich. Kann nur neben einem Schild getragen werden. Ich glaube, wir schauen uns das mal an. Ich muss auf jeden Fall hier den Shuriken loswerden. Die Streitkolben brauchen wir gerade eben auch nicht. Die gibt es ja leider auch wie Sand am Meer. Ich sag absichtlich leider. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben doch da irgendwo noch einen. Ich weiß gerade eben nicht, welcher das war. Ne, nicht du. Du warst es, genau. Dir könnten wir doch mal einen Speer in die Hand drücken. Hast du mal eine ganz andere Waffenkombination. Im Vergleich zu vorher. Wir vergleichen es mal ganz kurz. Der Speer macht ein bisschen weniger Schaden. Hat aber dafür, wenn er trifft, eine richtig ordentliche Chance, dass der Gegner dagegen gar nichts tun kann. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Das probieren wir mal so. Wir sind schon im nächsten Tag, wie ihr seht. Der Zauberer hat sich schon mal ein bisschen erholt. Ey, der Zauberer, ey. Der geht mir voll auf den Keks. Schwer, hoch und durchschnittlich. Normal, durchschnittlich gering. Ich möchte mal behaupten, wir gehen mal wieder mit sowas hier. Wir versuchen es einfach, auch wenn es schwer ist. Denn ich habe bis jetzt nicht feststellen können, dass es schwer wirklich schwer ist. Das hängt sehr, sehr viel mehr damit zusammen, was innerhalb des Gefechts passiert. Wir haben jetzt schon Missionen geschafft, die waren schwer. Wir haben Missionen chancenlos nicht geschafft, die waren oft durchschnittlich. Leichte Missionen habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also wir machen auf jeden Fall das hier. So, und du kommst raus in die Reserve. Du bist nämlich schon quasi kaputt. Muss nicht sein. Und Mission starten. A hideous manifestation frightened your warband. Before you could regroup, an enemy warband arrived and deployed patrols to intercept your warriors. Und los geht's. Wir müssen 55% der Moorsteine finden und sie beschützen. Naja, mal schauen. A new round has started. Es könnten sehr, sehr viele werden in dieser Runde. Wir wissen bis jetzt noch gar nicht, um was für eine Gegnersorte es sich handelt. Oh, Chaos, da sehen wir sie schon. Waffen der Zerstörung holt er sich. Überfallhaltung. Allerdings sehen wir ihn auch. Wie sieht's hier aus? Wo ist der Typ gesehen worden? Da unten. Okay, das hier ist unser Wagen hier. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier runterkommen. Hoppsasa! Ja, da liegt schon mal so ein bisschen Shit rum, aber es ist echt nicht viel. So ein kleines Fragment. Lol. Kann man nur sagen. Wir sind eh noch beim Wagen. Ach nee, ich kann gar nicht mehr. Okay. Ich dachte gerade eben, ich bringe das gleich zum Wagen, aber nee, geht ja nicht. So, Gegner sind wieder am Zug. Die haben eigentlich eine sehr, sehr durchmischte Initiative, so wie wir. Der guckt da so raus. Hast du hier noch irgendwas? Ja, da drüben in dem Gebäude. Hinter dir könnte noch was sein. Oder ist es tatsächlich im Nebengebäude? Es wird wohl im Nebengebäude sein. Ernsthaft, sag nicht, dass ich da nicht durch kann. Ach ja. Schauen wir mal ganz kurz. Irgendwie hier. Mal da hoch. Ja, da hat's was.
Immerhin ein Splitter. Objectives updated. Und schon wieder haben wir den Morstein-Effekt, aber Überfallshaltung einnehmen. Unser Held wird langsam aber sicher besser, umso besser er ausweichen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. 40% ausweichen ist schon ziemlich tough. So, jetzt ist Merb dran. Ich glaube, Merb geht da drüben erstmal hin. Das Haus da rein. Und holt sich erstmal Schaden durch eine fucking Falle. Moah. Und da kommt er gar nicht erst hin. Gut, dann geht Merb. Ein Stockwerk hoch. Das ist das Lustige, wir können jetzt innerhalb hier dieser Zone rumlaufen. Völlig ohne Probleme, wir müssen schon mal was gucken. Da steht auch schon mal so ein Chaos-Typi. Okay. Und dann nehmen wir mal hier erstmal die Überfallshaltung ein. Falls einer hier kommt. Das ist wohl der mit dem Fragezeichen, den wir gerade eben gesehen haben. Der rote mit dem Fragezeichen oben in der Liste. Der mit der 29-Initiative. Das dürfte unser Typi sein, den wir da gerade eben gesehen haben mit dem Zweihandschwert. Aha, das ist irgendwie so eine Art Berserker. So, der Gauthier Maul ist dran. Der uns auch richtig schön den Weg gerade eben versperrt noch hatte. So, so. Ich hab's geahnt, dass es oben ist. Hä? Hinter uns? Da irgendwie anders hoch. Oh, da ist einer von denen. Okay, Moment. Überfallshaltung. So. Wir sind hier. Sehen tun wir gerade niemanden. Manchmal wäre es echt hilfreich, mehr zu sehen. So, ich will jetzt mal dahin. Mal umschauen. Genau, da ist irgendwie... Auf der anderen Seite gibt es da irgendwas. So, wir gehen jetzt mal dahin. Wisst ihr was? Ach nee, shit, da kommen wir ja gar nicht mehr hoch. Okay, nee, wir stellen uns hier hin. Ach, wir können schießen auf den. Oh, und wir verfehlen ihn bei 84% Wahrscheinlichkeit. Es ist doch nicht zu fassen. Dieses Spiel mobbt uns doch. Es mobbt uns. Bei 84% verfehlen. Ja, nie ist klar. Wie gesagt, ich glaube langsam aber sicher, das ist die Wahrscheinlichkeit zu verfehlen. Und nicht um zu treffen. Daraus würde eher ein Schuh werden, sage ich euch. So, der ist jetzt direkt hier vor so einem Scheißteil. Aber der ist auch... Oh Gott, wir sind da oben ziemlich isoliert. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem, weil wir auch noch einen Rücken einen haben. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt am Überlegen, ob ich den nicht lieber anstürme da drüben. Er kommt natürlich jetzt von alleine, aber er verfehlt uns. Okay. Bitte treffen. Na also, der Bürger. Boah, und er darf zurückschlagen. Wieso denn das? Dinge, die ich bis heute auch noch nicht ganz begriffen habe. Okay. Gegnerabzug, der kommt angerannt. Und steppt jetzt Gunnar Maul in den Rücken. Aber zum Glück nur einmal.
Ich möchte lieber da oben helfen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Schaff's aber noch nicht dahin. Das ist ärgerlich, sogar sehr. Ah, da ist nochmal so ein Dicker. Und da kommt jetzt der zweihandschwingende Honsel angelaufen. Boah, und er kommt natürlich an unseren ran. Ja, ist klar. Das ist so klar. Scheibenkleister. Boah, kannst du einfach mal hier nicht am Gelände hängen bleiben? Ich fände das fantastisch, wenn du das mal hinbekommen würdest, nicht am Gelände hängen zu bleiben. So, wir müssen jetzt erstmal die zwei da hinten bekämpfen, weil alles andere ist ziemlich von hintern. Sturmangriff! Jawohl! Er ist gekrittet, aber nicht gestunt. Okay. Wir konnten ihm gut wehtun. 61% Parierhaltung. Das ist sehr gut. Also unseren Schützen werden wir auch gleich aus dem Nahkampf wieder lösen. Das sind Dinge, die müssen nicht sein. Dass der jetzt hier im Nahkampf ist. Dafür ist der nicht gemacht. Dafür haben wir Hauptmann Mörb. Boah, so ein Glück, ey. Ja, Glück ist relativ. Der darf leider zweimal zuschlagen. Da findet der Kampf statt. Sehr gut. Wir kommen da immer noch nicht hin. Oh mein Gott, ey. Dinge, die ich nicht gut finde. Lösen. So. Dann gehst du mal schön hier hin. Und lädst nach. Oh Gott, da kommt der andere. Gabe der Wildheit. Na, großartig. Das hat Mörb ihn auch noch im Rücken. Ah ne, der macht bloß die Überfallhaltung. Okay. Ach, er kann gar nichts machen, außer Zug beenden. Ich verstehe manchmal nicht, warum die ihre Punkte verlieren. A new round has started. Wort der Pein. Das war wohl die Fail-Aktion des Tages. Würde ich mal behaupten. Die sind jetzt irgendwie gestunt. Ich glaube nicht, dass das so im Sinne des Anwenders war. Oh je. Ich will da eigentlich jetzt ran, aber der hat eine Überfallhaltung eingenommen. Ja, jetzt kommt er natürlich zu mir. Ja, Logan. Blöder Bastard, ey. Was macht Fluch des Knappen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will lieber zweimal zuschlagen. Oh, wie geil. Jawohl. Ja, gerade läuft's. Drei Gegner gestunt. Damit kann ich arbeiten. Das finde ich eher nicht so geil, dass der da tatsächlich durchkommt. Ich meine, hallo, der hat nochmal 10% weniger Chance zum überhaupt treffen. Und natürlich verfehlen wir hier. Bei 92% Trefferchance haben wir verfehlt. Ja, nie ist klar. So, den haben wir weitgehend reduziert. Also bis jetzt sind diese Gegner nicht so schwer, wie man meinen sollte. Aber man kommt relativ schwer dazu, Sachen einzusammeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in manchen Kämpfen, so wie diesem, ist es sehr, sehr schwer, an Sachen ranzukommen. Vor allem, weil... Ah, super, der steht natürlich vorher auf.
Great. Ach, warum sehen wir den jetzt nicht mehr? Ich bin der Meinung, dass wir vielleicht erstmal wegmachen sollten, was schwer angeschlagen ist. Wow, nochmal gekrittet. Was ist denn das hier für eine Crit-Party? Ich möchte mich nicht lösen. Wir beenden unseren Zug an der Stelle. ...54% Chance zum Treffen. Es wäre aber gut, wenn er treffen würde. Ja, nee, ist klar. Wir laden nach. Und ziehen uns noch mal ein Stückchen zurück. Vielleicht können wir noch irgendwas looten. Erstmal hier so in Deckung gehen, dass wir nicht mehr gesehen werden. Ja, klar, ignoriere unsere 61% Parade-Chance und hau uns einfach nochmal für 60 an der Reihe. So, neue Kampfrunde. Wäre gut, wenn du ihm jetzt echt wehtun würdest. Es ist nicht zu fassen, wie oft wir verfehlen. Der steht auch wieder auf. Geht in seine Ausweichhaltung. Es ist nicht zu fassen. Ganz im Ernst, Leute. Es ist nicht zu fassen, wie oft die treffen und wir nicht. Ich möchte erstmal, dass der weg ist. Es gibt's doch nicht. Na also, Nummer 1 ist weg. Und Ausweichhaltung, bitte. Hauptmann Mörp hat gar keine Aktionen mehr frei. Super. Hat jedes Mal auf die Fresse gekriegt, hat aber trotzdem nichts machen dürfen. Das ist ein System, das ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann. Sowohl nicht intellektuell, als auch nicht von der Logik her. Oh, was hast denn du da? Plündern? Oh, ein Hammer. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Ich glaube, es wäre ganz gut, erstmal den hier anzugehen. So. Sehr gut. Nee, ich will keine Ausweichhaltung. Ich will eine Parierhaltung. Treff einfach mal. Es ist... Habe ich schon mal gesagt, dass es nicht zu fassen ist. Klar, 54%, aber hallo. Man sollte doch mal meinen, dass bei 54%, also das ist über die Hälfte der Schüsse, die ich da abgebe. Da müsste doch irgendwann mal nur aus purem Zufall mal was treffen. Aber selbst das passiert ja nicht. Das passiert ja nicht mal aus Zufall. Ja, Mörp stirbt es gleich. Ah, okay. Der Gegner verfehlt tatsächlich mal. Der nächste wird wahrscheinlich treffen und dann ist er tot. Was ist das jetzt? Waffe der Zerstörung. Aha. Wieder Waffe der Zerstörung. Aha. Was? Lol. Wird sich der gerade eben denken? Der wird sich gerade denken, lol, was ist denn jetzt passiert? So. Ah ne, das ist nur das Zeug von ihm, okay. Na komm schon, tu ihm weh. Oh, natürlich verfehlen. Ja, Zug beenden. Jawoll, mal pariert. Das dürfen wir glatt mal zurückschlagen. Und natürlich verfehlen. Darf nicht fehlen, das zu verfehlen. Bei 92%. Ne? Es ist nicht so, dass er ausgewichen wäre. Nein, wir haben verfehlt, Leute. Schon wieder bei 92%. Ich möchte es mal...
keine Ahnung, was das tut. Ich probier's mal. Ja, jetzt können wir nur noch die Ausweichhaltung machen. Es lohnt sich nicht wirklich, weil ihm fehlt irgendwie ein Punkt. Aber immerhin haben wir ihn getroffen. Darf ich jetzt auch mal offensiv was machen? Nee, darf ich nicht. Ich darf nur parieren. Okay. Also wieder ein weiterer Zug, in dem unser Schütze gleich mal daneben schießen darf. Was ich persönlich so befürchte. Boah, ernsthaft! Objectives updated. Ja, nee, ist klar. Der haut unseren Helden einfach mal so um. Mit dem 50er Schadenswurf. Er trifft ihn! Ich hab das ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Dann möchte ich, dass du hier unterstützt gleich. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben überraschend gewonnen. Wow. Okay, wir haben einiges an Zeug looten können. Aber es ist auch schon wieder sehr, sehr plötzlich. Es ist einer von denen down gegangen. Also, okay, in Wahrheit waren es schon drei. Aber es ist halt trotzdem so. Ja, man kommt relativ wenig zum Looten, was ich sehr schade finde. When the Baron hears how you decimated the enemy, he will be as pleased as a halfling in a pie shop. Jo, dann schauen wir mal. Außenseiterbonus gab es natürlich. Wir haben nochmal physisch bekommen. Entschuldigung, da werde ich wahrscheinlich auch wieder was auf die Stärke setzen. Dann bekommen wir nochmal einen Slot mehr. Tiefe Wunde, Erholungszeit 5 Tage. Der Krieger hat eine schwere Verletzung erlitten, erholt sich davon jedoch nach einiger Zeit auf wundersame Weise. Auch nice. Outstanding. Und er hat ein Level-Up bekommen. Also ein richtiges Level-Up, wohlgemerkt. Könnt ihr also was Neues lernen. Erfahrung. Ja, 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 der hat auch was bekommen. Er nicht. Ich habe mir überlegen, ob ich jetzt demnächst nicht mal die Typen mal so ein bisschen optisch anpasse. Boah, dem Tode nah haben wir auch Glück gehabt. Es sah insgesamt erstmal so aus, gerade eben, als hätte keiner seine Waffe verloren von denen, die down gegangen sind. Glück gehabt. Erhaltene Gegenstände. 27 Gold, leichte Rüstung, Bugmannsbier, Streitkolben, Stoffrüstung und diverse Splitter, Fragmente und ein Klumpen. Sowie ein Hammer und ein Schild. Ich hätte gerne mehr gelootet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war nicht drin. So, erstmal bezahlen die Verletzungen. Dann bezahlen wir die, die nicht verletzt sind. Und dann schauen wir mal, wie es um die Level-Ups bestellt ist. Genau. Der gute Merp hier, der bekommt ja nämlich, ignoriert 2%. Irgendwie Zähigkeit. Ne, ich mache jetzt erstmal Stärke 9. Als nächstes können wir dann irgendwann mal auf Zähigkeit gehen. Wie schaut's hier aus? Streitkolben, Schwert, Speer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich 16 bis 24. Ne, das macht mir zu wenig Schaden. Hammer. 23 bis 25. Das Schwert hat halt noch einen guten Initiative-Bonus, genauso wie der Streitkolben. Also ich glaube, ich finde den Streitkolben besser als die Axt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich finde die besser. Den Streitkolben. Also den Streitkolben als die Axt, so rum. Aufmerksamkeit könnten wir ihm noch geben, dass er nochmal ein bisschen besser ausweicht. Denn das hat ja diesmal überhaupt nicht gut geklappt. Und Kampfgeschick, dass er nochmal ein bisschen besser trifft. Halte ich durchaus für eine Option, die es ja, wert wäre, darüber nachzudenken. Wir haben nochmal eine weitere leichte Rüstung bekommen, was ich sehr, sehr schön finde. Was will ich denn mit dir? Der Typ schon wieder, ey. Geht mir voll auf den Keks. So, wie sieht's mit dir aus?
Ja. Ich glaube auch auf Ausweichen. Falls wir die Stance mal tatsächlich einnehmen. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich dir nicht vielleicht doch jetzt mal eine leichte Rüstung gebe. Ja, muss ganz ehrlich sagen, umso mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich ein Fan von leichten Rüstungen. Es nimmt definitiv zu, dass ich ein Fan von leichten Rüstungen bin. So. Man kann ein oder zwei haben, die eine schwere Rüstung haben, aber im Großen und Ganzen lohnt sich das nicht. Ah, stimmt, der hat ja noch einen Punkt. Der hat ja auch einen Punkt. Sollte man nicht vergessen. Kampfgeschick! Ist bei einigen dieser Kämpfer sehr, sehr eindeutig, was die bekommen. Ja, so. Soweit haben wir es erledigt. Jetzt schauen wir mal ganz, ganz kurz mal in die Schmugglerkiste hinein. Ich werde es noch nicht abschicken. Wir haben ja noch Zeit. Ich will nur sicher gehen, dass wir einen guten Fortschritt machen. Wir haben jetzt 140. 148 haben wir. Wir brauchen 166. Also ich glaube, wenn uns nicht die Welt auf den Kopf fällt, bekommen wir das durchaus hin. Aber das erleben wir höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Trotzdem möchte ich nochmal kurz verkaufen. Ja gut, das Bugmanns Bier. Schwere Rüstung haben wir sogar. Stimmt. Oh Gott, wir haben so viel. Einen weiteren Speer brauche ich gar nicht. Den Hammer will ich nicht. Den finde ich irgendwie doof. Streitkolben finde ich eigentlich... Streitkolben ist für mich momentan eine, so, überhaupt eine der besten Waffen. Wegen dem Initiative-Bonus und dem 6% Rüstungsdurchschlag, würde ich das mal bezeichnen. Rüstungsbrecher, genau. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, wir brauchen nicht mehr als einen Speer. Ich habe jetzt einen Kämpfer mit Speer, das reicht mir. Schild, ja, können wir noch irgendjemanden geben? Ich muss aber mal überlegen, wem. Stoffrüstung, brauchen wir nicht. Bugmanns Bier, brauchen wir nicht. Ich wüsste nicht, wem ich das geben soll, das ist das Problem. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, wo das durchaus angebracht ist, aber ich wüsste nicht, wem ich es geben soll. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.